willkommen zum Ask You von diesem Monat. Im letzten Monat habe ich der letzte ist leider ausgefallen aus zeitlichen Gründen und dann auch gesundheitlichen Gründen. Deshalb tragen wir das einfach heute nach. Mit welchem Fortbewegungsmittel ihr euch bewegt, habe ich da gefragt. Und es hat mich gewundert, die meisten von euch haben tatsächlich sowas gesagt wie, ich fahre am liebsten mit dem Fahrrad oder ich gehe zu Fuß, statt tatsächlich ein Fortbewegungsmittel zu nennen. Fand ich cool von euch, aber fand ich auch sehr, sehr kurios. Weil, ja, ich muss sagen, ich fahre am liebsten mit der Straßenbahn, weil ich wohne jetzt in einer relativ großen Stadt, also wir haben schon Straßenbahn und da kann man super in die Stadt mit reinfahren. Ich finde es ein bisschen angenehmer als mit den richtigen Bahnen, außer wenn es halt sehr, sehr voll ist. Aber für weite Strecken nehme ich am liebsten den Zug. Lieber würde ich mit dem Auto fahren meistens, aber man hat ja nicht das Geld dafür. Daher mein liebstes Fortbewegungsmittel tatsächlich die Straßenbahn. Und Busse mag ich übrigens gar nicht. Ja, ich bin kein Busfahrer, ich mag. Kommen wir nun aber zur Frage, die euch alle schon bewegt. Wie sieht's mit der nächsten Frage aus? Und naja, ich möchte das Ganze noch ein bisschen rauszögern, denn es soll noch ein bisschen verschleiert sein. Der Monat der Monster, des Gruselns, des Schreckens ist ja jetzt zu Ende gegangen, leider. Also, ja. Halloween ist vorbei. Dennoch möchte ich nochmal an Halloween zurückdenken und stelle euch deshalb eine Frage, die mich als alten Horrorfan natürlich sehr, sehr bewegt. Was ist eigentlich euer liebstes Filmmonster? Kommen wir gleich zum ersten Filmmonster. Ich muss sagen, Film und ja, die Originalvorlagen gehen ja meistens etwas auseinander. Das erste Monster hat auch wirklich Monster im Namen. Es dreht sich um Frankensteins Monster aus Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ist eine alte Geschichte von Mary Shelley. Erstmals 1818 veröffentlicht und sehr, sehr interessant. Also, wenn man mal so das, was man als normaler Mensch so über Frankensteins Monster kennt und ja, mal mit dem vergleicht, was da in der Originalgeschichte drin steht, dann ist das schon ein bisschen anders. Also im Film wird meist Frankensteins Monster als eine große, langsame Kreatur beschrieben, die Viktor Frankenstein von den Toten auferweckt hat. Im Buch sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Die Kreatur wird zwar auch von Viktor Frankenstein geschaffen, da dieser davon träumt, Totem wieder Leben einzuhauchen. Allerdings ist er dabei ein bisschen schlampig und ekelt sich selbst dann vor der Kreatur und ja, trennt sich sofort von dieser. Und von da an entbrennt ein gewisser Wettkampf zwischen den beiden. Also beziehungsweise das Monster versucht so ein bisschen das Leben des Doktors durcheinander zu bringen. Es bringt Leute um und es hat Gefühle und auch ein relativ intelligentes Verhalten, das muss man mal wirklich sagen. Also nicht so plump, wie es in den Filmen oftmals dargestellt wird. So bringt er Leute um und versucht zum Beispiel nach einem Mord Viktor Frankenstein dann die Schuld dafür zuzuschieben. Und als am Ende der Schöpfer stirbt, folgt die Kreatur ihm aus Trauer tatsächlich nach, obwohl sie eigentlich zu Lebzeiten stets Feinde waren. In den Filmen meist, wie gesagt, etwas plump dargestellt. Jeder kennt die Darstellung, Schraube durch den Hals, Arme voran und dann so ein leicht torkelnder Gang. Das ist in den Filmen so das Standardmerkmal des Monsters. Und ja, dieser Schrank von einem Wesen soll doch mal unser erstes Mitglied hier in dieser Fragerunde sein. Ich möchte nochmal daran erinnern, ihr müsst kein
Monster nehmen, das ich hier nenne. Ich nenne wirklich nur, ja, so ein paar Vorlagen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt mehr auf die Literatur fixiert als tatsächlich auf den Film. Allerdings nur, weil der Film eben auf dieser Literaturvorlage basiert. Ihr dürft natürlich auch sagen, wenn euch das Filmmonster, ich möchte immer Frankenstein sagen, aber es stimmt nicht, es ist Frankensteins Monster. Ja, wenn euch das mehr interessiert als die Buchvorlage, sagt mir das bitte im Detail, das dürft ihr ruhig sagen. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Kandidaten. Kommen wir nun zum nächsten Filmmonster. Ebenfalls eines, das jeder von uns eigentlich kennt. Es handelt sich hierbei um den Vampir, wie ihr schon wahrscheinlich auf dem Bild seht, weil ich mal wieder nicht richtig gearbeitet habe mit dem Einblenden der Bilder. Der Vampir, oder besser gesagt Graf Dracula. Ja, nach dem Vorbild des Rumänischen war das, glaube ich, Grafen Vlad Dracul. Dracul hieß Sohn des Drachen? Ich möchte mich jetzt da nicht festlegen. Irgendwas mit Drache war es. Es tut mir leid, da habe ich mal wieder schlampig recherchiert. Es ist natürlich nur ein mögliches Vorbild. Also, es ist sehr wahrscheinlich, aber es ist nicht 100% bestätigt. Auf jeden Fall auch hier wieder ein Vampir, wie er im Buche steht, allerdings natürlich in Graf Dracula. Oder ist, nee, das Buch heißt, glaube ich, nur Dracula. Von Bram Stoker. Aus dem Jahr 1887. So alt ist der Kerl schon. Nein, eigentlich ist er ja älter. Denn ihr wisst es alle, Vampire altern nicht. Jedoch sind sie ein bisschen schreckhaft, was die Sonne angeht. Daher blass. So wie ich. Und anders als neuere Darstellungen der Vampire damals noch wirklich in Flammen aufgehend bei Sonne und nicht glitzernd. Ich glaube, wenn Graf Dracula wirklich so existieren würde, er würde sich im Sarg umdrehen. Und das bringt mich auch zu noch so etwas, das so den Unterschied zwischen Buch und, ja, dem Film mit sich bringt. Denn tatsächlich eine Darstellung der Vampire, die man heute, ja, man kann eigentlich jeden fragen, er wird die gleiche Antwort geben. Jedoch leider nicht im Original. Tatsächlich. Zumindest meines Wissens nach. Denn fragt ihr jemanden, worin schläft Graf Dracula? Wird er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit antworten, in einem Sarg. Im Original heißt es jedoch, Dracula schläft in einer mit Erde gefüllten Kiste. Macht Sinn, da auch Vampire die Leichen sind. Also wirklich in der Erde leben, und es gab ja nicht immer schon Särge. Das muss man mal dazu sagen. Aber gut. Das nur mal so nebenbei. Die Geschichte von Dracula ist schnell erzählt. Er lebte in Transsilvanien und kam nach England, um dort eben sein Unwesen zu treiben. Und dort hat er sich in Whitby ein Haus gekauft. Ich überlege gerade, wie es heißt, aber ich komme gerade nicht drauf. Und machte sich dort eben zu schaffen. Und letztlich kam dann, nachdem Dr. Seward, sein, ich glaube, sowohl Nachbar und Arzt der, ja, hiesigen, na, wie sagt man das taktvoll? Naja, der Psychiatrie. Ja. Sanatorium. Entschuldigung. Jetzt habe ich's. Sanatorium. Ihr merkt, ich bin etwas skriptlos heute. Des örtlichen Sanatoriums. Dort ist er tätig, und dieser zieht dann Dr. Abraham Van Helsing dazu. Und dieser stellt dann die These auf, dass Dracula ein Vampir ist, und gemeinsam bezwingen sie ihn letztendlich. Das ist so wirklich die Kurzfassung. Ein sehr, sehr toller Film und tatsächlich auch mein Lieblingsfilm. Ihr seht nämlich eine Version des Dracula gerade auf dem Screen. Das ist nämlich eine eher lustige Veranschaulichung, aber mit Originalhandlungen des Dracula
gespielt von Leslie Nielsen, der leider inzwischen tot ist. Also Ruhe in Frieden und Graf Dracula. Tschüss. Nein, aber noch nicht für euch tschüss. Denn ich habe noch zwei Vorschläge. Drei Vorschläge. Oh Gott, ich habe ja heute richtig was vor. Ich darf nicht mehr so lange zu einem Punkt reden, sonst wird das viel zu lang. So, wir gehen gleich zum nächsten Punkt über. Aber sagt mir doch, ist vielleicht Dracula euer liebstes Filmmonster oder sind es Vampire allgemein? Gut, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Der nächste sind nämlich... Wie könnte man von Horrormonstern erzählen, wenn man nicht sie in Betracht zieht? Die Zombies. Schon seit Jahren. Also es ist ja wirklich eine Urangst der Menschen. So, fangen wir erstmal da an. Tote erwachen zum Leben und trachten nach dem Fleisch der Lebenden. Ähnlich wie der Vampir, bloß etwas, ja, ich sage mal träger. Sie sind tot, sie sind langsam und, ja, in neueren Fassungen zu töten, indem man ihren Kopf zerstört. In alten Fassungen, also in alten Vampirgeschichten, dann doch eher mit Nekromanten in Verbindung, also dass jemand einen bösen Fluch spricht und die Zombies erweckt, sind es heute meist eher Viren oder eben ein unbekannter Grund. Schwachpunkt eines Zombies ist natürlich das Gehirn, wie jeder heute weiß. Und dieses versuchen sie auch zu verschlingen aus unerfindlichem Grund. Zumindest weiß ich den Grund nicht. Vielleicht könnt ihr mir da ja auf die Sprünge helfen. Auf jeden Fall, die Zombies, die Untoten, die zum Leben erwachen, haben inzwischen so viele Verfilmungen bekommen, dass ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Soll ich mal irgendwas... Also Dawn of the Dead ist ja mit einer der bekanntesten Filme und die neuere Zeit hat ja auch mit The Walking Dead und 28 Days Later und ja, es gibt zig Filme. Also früher, die hatten ihre Filmhochzeit in den 70ern, glaube ich, war das. Dort war die Filmhochzeit. Dann hat man lange recht wenig von Zombies gehört und Ende der 90er, glaube ich, frühen 2000er, da gab es dann wieder so einen Zombie-Boom und seitdem sind die von der Leinwand mal wieder nicht mehr wegzudenken, auch von den Toten wieder auferstanden und jetzt wirklich wieder anwesend auf der Filmleinwand und vielleicht ist das ja euer Lieblingsmonster, der Zombie. Bereitet euch auf die Zombie-Apokalypse vor, indem ihr mir sagt, ob der Zombie euer Liebling ist. Kommen wir nun zu einem, ja, etwas weniger beachteten Monster der Filmgeschichte. Es ist immer in den Darstellungen dabei, aber es wird sehr, sehr... Also es gibt recht wenige Filme, die das wirklich als Horrorthema thematisieren. Dennoch möchte ich es heute nicht weglassen, denn die Mumie... gehört doch mit dazu. Mumien, die Angst vor den Mumien entstand meistens durch die Grabinschriften. Diese sollten Grabräuber davon fernhalten und beschrieben meist den Fluch des Pharao, wie man es heute etwas hochtrabend bezeichnet. Und aus diesen alten Inschriften kam dann natürlich die Mythologie zustande, dass Mumien eben zum Leben erwachen und die Leute umbringen. Jetzt muss ich gerade mal selber nochmal nachlesen, weil hier stand auch etwas von Voodoo, dass Hexen die Mumien wieder erwecken. Aber soviel ich weiß, ist das Ganze eben... begründet auf dem Fluch des Pharao. In Filmen wird es auch meistens mit dem Fluch des Pharao dargestellt, daher möchte ich das Ganze eben jetzt auch so begründen. Die Mumien, meist mit verschiedenen magischen Kräften ausgestattet, jagen ähnlich wie Zombies eben jene, die in ihre Pyramide eindringen, ihre Grabkammer.
und meistens geht es für diese Person nicht gut aus. Das bekannteste Beispiel dafür ist tatsächlich ein Film, der nicht zum Horrorgenre gehört, nämlich Die Mumie. Hat sogar eine Zeichentrickserie bekommen. Aber trotzdem wird es als Darstellung für Horrormonster immer wieder genutzt und deswegen durfte auch hier heute Die Mumie nicht fehlen. Kommen wir nun zum letzten Vertreter heute, weil ich habe nicht so viel Zeit und die geht uns tatsächlich jetzt langsam aus. Und daher nehmen wir jetzt mal als letztes Monster, der auch nie fehlen darf und ja auch mit meinem Namen zusammenhängt, der Werwolf. So, der Werwolf ist natürlich ein Tier oder ein Mischtier, das schon lange auf der Filmleinwand die Leute gruselt, aber auch zum Lachen bringt. Also es gibt ja auch diverse Filme, die das Ganze eben ein bisschen lustig darstellen oder, ja. Werwölfe haben eigentlich schon, also in allen Genres mitgespielt. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Werwölfe sind so ziemlich überall vertreten. Das liegt aber auch daran, dass der Werwolf ein schon sehr, sehr alter Mythos ist. Das sind die sogenannten Wehrtiere, die gibt es tatsächlich überall. In der westlichen Kultur eben mit dem Wolf, in der eher östlichen Kultur kommen halt Wölfe nun mal nicht so sehr vor. Dafür kommen dort tatsächlich Wehrtiger in alten Schriften vor. Diese sind aber eher, ne, nicht so präsent. Das älteste schriftliche von, also die älteste schriftliche Erzählung, so, in der es tatsächlich mit so einer Art Werwolf zu tun hat, ist der Gilgamesch-Epos, in dem ein Schäfer in einen Wolf verwandelt wird. Und ja, aus Griechenland gibt es die Verwandlung des König Lukaon, der von Zeus eben in einen Wolf verwandelt wurde. Und dort kommt auch das Wort Lykanthrop her, also Lykos, Wolf, Lykaon, ne? Ihr wisst Bescheid. Das muss ich euch nicht weiter erzählen, sondern ich möchte vielmehr auf die Filme eingehen. Ja, in den Filmen, meist bei Vollmond, verwandelt sich der Mensch in einen Werwolf und kann nur durch eine Silberkugel getötet werden. Bis dahin tötet er alles. Es gibt verschiedene Werwolf-Geschichten und verschiedene Möglichkeiten, wie man zu einem Werwolf wird. Meistens sind es dort Bisse oder Kratzspuren. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die davon berichten, dass durch bestimmte Verhältnisse ein Werwolf geschaffen wird, von den Göttern verflucht oder einfach oder von einer Hexe oder sonstigem. Wie gesagt, es gibt diverse Möglichkeiten. Ich gehe jetzt erstmal nur auf den Biss und den Kratzer ein. Also wer von einem Werwolf verletzt wird im Allgemeinen, soll sich am nächsten Vollmond ebenfalls in einen Werwolf verwandeln. Diese sind sehr, sehr stark und verfügen über einige besondere Fähigkeiten wie riesenhafte Sprünge, messerscharfe Krallen und Zähne und natürlich, wie eben schon gesagt, die riesige Kraft. Allerdings natürlich, wie bereits erwähnt, der Schreck vor Silber. Eine Silberkugel im Herzen beendet das Leben und den Fluch eines Werwolfs angeblich. Und so wird das in den Filmen auch meistens dargestellt. Ich habe jetzt leider kein schönes Horrorfilmbeispiel für euch, das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber, obwohl, The Wolfman, ist das ein Horrorfilm? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber, ja, vielleicht ist ja der Horrorfilm erst so richtig schön, wenn ein Werwolf für euch drin vorkommt. Also sagt mir, ist der Werwolf für euch euer Liebling oder ist es vielleicht ein ganz anderes Monster? So Leute, das soll's aber mal für heute gewesen sein. Ich habe schon viel zu lange gemacht, so lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Es war echt nicht geplant, ihr habt gemerkt, ich habe schon recherchiert, aber
nicht so im Detail. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich da so viel zu sage und so sehr ins Stocken komme. Tatsächlich nächstes Mal hoffentlich wieder mit Skript. Ich versuche mir eins zu schreiben. Und wir sehen uns dann einfach bis dahin. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da mit der Antwort. Dann gebt ihr einen Daumen nach oben, weil das ist immer ganz toll. Und ansonsten schaut ihr doch mal rein, was ich sonst so treibe. Also ich habe ja Let's Plays, Let's Reads und so ein bisschen was für meine Specials. Also guckt mal in die Playlists, ihr findet bestimmt was. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Da labert der Wolf hier einen Part lang um. Ne? Wir sind nun... Habe ich am Anfang Let's Read gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe bestimmt irgendwann mal Let's Read gesagt. Ich mache den Fehler immer. Also klar, ich habe gesagt, als ich Let's Read vorgestellt habe. Aber nee, das hier ist das Ask You, ne? Steht ja auch im Titel. Gut, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder, sofern ich das einrichten kann. Aber ich denke schon. Und ich bedanke mich für die Beantwortung der Frage und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.